Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Thema Strom-Blackout. Mein Name ist Diplom-Ingenieur Rudolf Hammer. Ich bin Diplom-Ingenieur für Lebensmittel und Biotechnologie, Absolvent der Universität für Bodenkultur. Der Blackout. Von einem Blackout spricht man, wenn die Stromerzeugung, die Stromversorgung großflächig ausfällt und zur Reorganisation koordinierte Teilnetzbildung und dezentraler Einsatz geeigneter Kraftwerke erforderlich werden. Kurzfristige Stromausfälle sind dagegen kein Blackout. Die zentrale Frage ist, warum ist das jetzt ein Thema? Und warum war das früher keines? Der Hauptgrund liegt in der Änderung der Organisation von Stromversorgung und Markt. Hatten wir jahrzehntelang eine monopolisierte und zentrale Stromversorgung und Akteure, hat sich dies mit der Liberalisierung des Strommarktes geändert. Private Energiedienstleister und die sogenannten Erneuerbaren. Durch den Börsenhandel werden nun auch spekulative Strompakete, also Strom, der noch gar nicht produziert ist, eingekauft und verkauft. Hinzu kommt eine durch die Erneuerbaren bewirkte zunehmende Dezentralisierung der Stromversorgung. Fällt Windstrom an, muss dieser vorrangig ins Netz eingespeist werden, auch wenn die Netzkapazitäten ausgelastet sind. Das tritt auf, wenn der Windstrom überschüssig ist, also vor Ort nicht abgesetzt werden kann. Betroffen sind vor allem Hochspannungs- und Mittelspannungsnetze. Bei Solarstrom kann auch das Niederspannungsnetz ordentlich ins Schwitzen kommen. Das Stromnetz ist von einer noch nie dagewesenen Instabilität bedroht. Ein spezielles Problem von Wind- und Solarstrom ist die Dunkelflaute. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann müssen thermische Kraftwerke aushilfsweise ans Netz gehen. Das alles hat Auswirkungen auf die Netzstabilität. Diese hängt ab von der Aufrechterhaltung der konstanten Netzfrequenz von 50 Hertz. Weniger Synchrongeneratoren und mehr Windkraftanlagen erhöhen die Gefahr eines Stromblackouts. Von der Stabilität der Transnetze, das sind die nationalen und internationalen Hochspannungsnetze. Ein Drittel der Transnetzleitung soll als Kapazitätsreserve für sogenannte Redispatch-Maßnahmen freigehalten werden. Vom Engpassmanagement oder Redispatching. Es handelt sich um Noteingriffe in das Netz zur Aufrechterhaltung seiner Stabilität. Volatilstrom und Strombörse verursachen überproportionale Regeleingriffe und Kosten, die der Konsument über den Strompreis bezahlen muss. Die Zunahme zusätzlicher Eingriffe in einem komplexen System erhöht stetig die Gefahr eines autonomen Systemzusammenbruchs. Ab einem bestimmten systemimmanenten Grenzpunkt wird das Stromnetz durch technische Manipulationen so instabil, dass sich nicht mehr beherrschbar wird und sich selbst ins Blackout verabschiedet. Gemäß aktuellem Stand der Wissenschaft und Technik gibt es heutzutage keine Möglichkeit, Strom technisch in großen Mengen und wirtschaftlich zu speichern. Die Gefahr eines Stromblackouts hat sich in den letzten Jahren deutlich zugespitzt. Aus einem seltenen Ereignis kann jederzeit ein lebensbedrohlicher Ernstfall werden. Sorgen Sie vor und lassen Sie sich nicht überraschen.